Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin so euer Odo. Wir sind zurück bei Pathfinder Kingmaker. Wir sind in der Taverne von unserem Reich. Und da ist, glaube ich, Jen. Ich glaube, das ist die Mutter, die bei uns war, wegen dem kleinen Kind. Jenna looks at you with eyes red from tears. Have you found my little boy? How can that be? I thought but if it wasn't her, then that means that peasant woman's face turns pale and she covers her mouth with both hands. My boy, he's such a little mischief maker. The day he was especially loud, kept running around the house. He flipped the tub of dough and, well, I... Oh God, what have I done? I lost my temper and I shouted at him. I told him he can go drown himself in Candlemere Lake. His own mother, wishing he was dead. But how could I have known it would all come true? Sollte tot sein, nur weil sie es ihm wünscht. If you find him, I beg you, tell him I love him more than life itself. Never again shall I say anything mean to him. Just bring him back home, safe and sound. Ich habe eigentlich nicht die Zeit dazu, aber was soll's. I need to go. Ich habe nicht einmal die Zeit dazu, ihr das zu sagen. Sean, Besuch. Ist das eine klatschende Hand? Gut. Ich bin blind auf beiden Augen. Na gut. So, das heißt, wir haben eigentlich keine wirklichen Aufträge. Was eh gut ist. Weil ich wollte ein bisschen mehr im Schloss machen. Wir könnten nach Candlemere gehen. Hallo Emre. Himmel. Und? Hast du die 2 Wochen Homeschooling gut überstanden bis jetzt? So, schauen wir mal. Wollen wir raus und nach Candlemere gehen? Nein, wir werden noch mal ganz kurz schauen, was für Aufträge es gibt noch im Castle, bevor wir nach Candlemere gehen. Das ist eh nicht weit weg, das sind nur ein paar Tage, die wir verlieren dadurch. Du hast auch nichts Besseres zu tun, oder? Mein Lieber. So, was haben wir? 6 Tage, 10 Tage, 10 Tage und 7 Tage. Das heißt, in Wirklichkeit, alles was wir machen könnten, rein theoretisch. Ah, das könnten wir machen. Wir könnten South Null Marches claimen. Das ist so ätzend, dieses Arbeiten. Alle Lehrer denken, dass wir nur ein Fach haben. Was? Ihr habt mehr als eines? Macht ihr nicht nur Chemie? Tja, so ist das halt. Wenn du diese Zeit selber einteilst. Aber das Problem ist halt, wann stehst du auf, Emre? Darf ich dich das fragen? Normalerweise müsstest du sicher früher aufstehen, als du jetzt aufstehst. Und ich nehme mal an, du machst trotzdem weniger, als wenn du in der Schule wärst. Und du hast aber eigentlich Schule. Du solltest es so sehen. Mach einfach am Wochenende nichts oder nur sehr, sehr wenig. So, was sagst du? Sollen wir die South Null Marches claimen jetzt? Oder sollen wir zuerst dort rüberfahren und
und den kleinen Jungen suchen. Ich meine, wir spielen Lawful Evil. Sollte eigentlich täglich um 8 stehe ich auf. Oh, sehr löblich. Meine Kinder auch. Ich schaue sie einfach aus dem Bett. Wenn es nach denen ginge, würden sie den ganzen Tag schlafen. Aber ich glaube nicht, dass sie den ganzen Tag arbeiten. Also vielleicht meine große Tochter, aber die hat heuer Matura. Was sagst du? Sollen wir das machen oder nicht? Ja? Nein? Vielleicht? Ich neige dazu, zuerst das Candlemere Marches zu machen. Candlemere Dings zu machen. Einfach deshalb, weil das wird circa 6-7 Tage dauern, alles in allem. Und wenn wir zurückkommen, können wir die anderen Typen einteilen. Während wenn wir das starten, haben wir 14 Tage lang, können wir nichts anderes machen. Und was hast du heute alles gelernt? So wie mein Sohn. Viel geht da nicht rein, glaub mir. So, was wollten wir? Wen nehmen wir mit? Nehmen wir sie mit überhaupt? Ich will schon ihn mitnehmen, er ist wirklich gut, aber dann sollte man vielleicht auf einen von diesen beiden Typen verzichten. Nehmen wir die Chaffel mit, die mag ich irgendwie. Außerdem spiele ich Lawful Evil. Die ist auch Lawful Evil. Das heißt, du bist einer von den Glücklichen, die mehr Zeug zur Verfügung haben, als notwendig ist. So, wo ist Candlemere? Das ist, glaube ich, da unten, nicht wahr? Candlemere Tower. Da gibt es noch einen Lizardfolk. Du hast offensichtlich nicht zu viele Geschwister. Ansonsten hättest du wahrscheinlich weniger Monitor und Computer zur Verfügung, nehme ich mal an. So, schauen wir uns mal um, was es hier alles gibt. The boat is in good condition, it looks like it was used not long ago. Ja, dann nehmen wir doch glaubt mal auf, was da alles drinnen ist. Hallo? Yay, Essen. Und was haben wir da? Mehr Essen und hey, ein Buch. Okay, was steht da? Coals are already cold. Ah, okay. Da ist mal jemand gesessen und hat was gemacht. Ja, der Vogel hat mich jetzt erschreckt. Ist okay. Schreib deinen Text. Nett, dass du vorbeigekommen bist. So, lesen wir mal den Text. Das wird jetzt langes Vorlesen. Das da haben wir gefunden. Note wrapped in an... Take this thing away from me! Kann man das mit Doppelklick nicht aufmachen, blödes Spiel. We came to this island at dusk, decided to spend the night at the shore and go inland at dawn. We've seen some lights floating over the underbrush. For some reason, they don't approach, keep their distance from us. Tomorrow we'll head for the ruins. The cleric and the paladin, who hired me to guide them, keep aloof.
They exchange whispers about something hidden in these ruins and fall silent as soon as I come close. We've come here to search for treasures for a man called Gunderson, but these two seem to have some plans of their own. It would bother me less if Rismel wasn't a cleric of Netis. People say that the moods and methods of his followers change as often as those of their two-faced god. For now, at least, the cleric behaves nicely, except for constant frantic speeches about the ruins. Anyways, Brit is a paladin of Irori, so I guess I can rely on his sense of justice. We've heard about strange things that take place on the Canalmere Lake. A few days ago, local folks saw a bright flash of light over the tower at the island, and no one could explain what it was. Another strange thing I witnessed myself when we were coming to the island on our boat. I noticed an old geyser on the shore, and the island is thought to be deserted. I guess the geyser saw us too, because it disappeared. I would track the old hermit down, but I don't dare to leave the campsite unattended. Can't help thinking the island is really cursed, as locals used to say. If the curse is just a fable, and if Rismel doesn't try any tricks, we'll come back here and I'll take this note away. And if you find this note, traveler, hop on your boat and go back where you came from. Erastil bless me. Mori Fokri. Okay. Das heißt, er warnt uns davor, hierher zu kommen. Ah, ich sehe gerade, ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Aber hier bin ich wieder. Ich war nur kurz weg. So, na dann. Wir lassen uns doch nicht von sowas Lächerlichem abschrecken. Map. Zeig her, wie groß ist das Ding? Groß. Groß genug für uns. Wir sollten außerdem uns... Hallo? Anders stellen. Du weiter hinten. Du weiter vorne. Du zentral vorne. Und direkt davor. Du bist in der Mitte. Naja, du bist das vulnerabelste von uns allen. What's in wait for me there, I wonder? Tja, das frage ich mich auch immer wieder. I'm positive I found something. Hey, wir haben was gefunden. Eine magische Robe. Potion of Full Strength, das ist nicht schlecht. Und Robe of Earth, was kann eine Robe of Earth? Null Armor Class. Schauen wir mal. Echt jetzt? Acid Aura, das hat sie. Okay, was macht eine Acid Aura? Magier ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Du hast nicht einmal Rüstung. Ugh. Total Neglect, könnte man sagen. Dann zieh dir mal das an. So, Bull Strength. Achso, Amiri haben wir gar nicht mitgenommen. Dann solltest du die Bull Strength Potion nehmen. Ja. Bull Strength ist das da, oder? Yep. Was haben wir da? Potion of Heroism, das klingt gut.
Safe ist nicht schlecht, du hast kein Shield. Shield-Bonus ist auf jeden Fall nicht blöd. Was ist das? Mage-Armor brauche ich nicht, obwohl... Warte mal, ich könnte das du nehmen. Achso, du hast das schon, ja schon. Ja. Yep, eine Hour per Level. Um ehrlich zu sein, könnte man die gleich trinken. Share your trouble. Ich frage mich gerade, ob wir irgendjemanden dabei haben, der Fallen entschärfen kann. Oder ob wir jetzt in eine Falle nach der anderen rennen. Oh. Mehr oder weniger. Ein Will-O-Wisp. Elende Viecher. Sicherheitshalber sehen wir sie nicht, das ist gut. How may I help? Zauber mal ein Bless. Don't hesitate. Du geh da mal vor. Wie lang? 10 Minuten pro Level. Ja, das kannst du gleich trinken. Ask. Okay. Ich aske. Geh daher. Depend on me. Du zauberst das auf Sehunti. My skills are getting rusty. So, was machen wir mit dir? Oh, du hast den Cat's Grace auf dich als erstes. Damit du beim nächsten to Pass victory! Inimosi Tadisi. Inimo. Au. Das hat sicher wehgetan. Eine War Wisp. Was für ein elendes Viech. So, wirf das. Du zauberst noch. Und von daher zaubert auch noch. Mi travisi. Aperane, sen. Valerie, greif an. Achso, nein, greif nicht an, weil das Ding ist tot. Das war ja schnell und einfach. Ah ja. Das war einfach. Vielleicht sollten wir abspeichern. Wir sollten eigentlich nach jedem Kampf grundsätzlich immer abspeichern. Trail me. Na, das schaut ganz schön verwachsen aus da. Step, step, step. Sunflower, grant me strength. Servus. I'm listening. Du mach mal heili heili. Keep your eyes open. Wie lange hält das? 1 minute per level. Passt. Request. Wir können noch nicht einmal das Ding starten. Weil wir sie noch nicht sehen. Du geh daher. I'm listening. Du geh daher. Shall we move? We shall move! Du geh daher. What's new? This spell has other uses. Ah, du musst echt jemanden an Dingsen damit. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Dann, ja.
dann warte einfach. Let's finish them quick. So, na gut. Schieß auf den. Du heilst. Du greif einfach den an. Du greifst. Die, die, die! Valerie, du greifst ihn an. Let us strike as one! Achso, nein, du zuerst erstmal. Healing fire! I need your breath! Echt jetzt? Wie viele Lightning Bolts können die auf einmal? Oh. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na gut, wir brauchen Tranki Trank. Warwisp, 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 okay. Vielleicht anstatt anzugreifen, machen wir mal folgendes. Judgment Justice, plus one Sacred Rolls und all Attack Rolls. Dann triffst du leichter. Ich weiß, diese Dinger sind fürchterlich schwer zu treffen. Die haben einen AC von 25, das ist relativ hoch für dieses Level. Du zauberst noch immer. Du schießt auf den. Inimosi travisi. So, stopp. Du. Machst das bitte gleich noch ein zweites Mal. Das ist offensichtlich überlebt. Du nimmst den da. Let the attack commence! Wo ist der hin? Ist der verschwunden oder ist er schon tot? Wretched things. Hey, komm da, du killst weiter. Ist der da oben auch schon tot? Oh nein, doch. This body holds no more. Diese fürchterlichen Dinger können einfach verschwinden. Dann wirst du dich einfach heilen, meine Liebe. Leider musst du dich selbst heilen. Das ist der größte Nachteil an dir. Das will ich hoffen. Du, könntest du bitte einfach weiterwerfen, diese Dinger? Vielleicht solltest du auf den da oben werfen. Da ist nämlich nur die Valerie. Und der scheint schon relativ müde zu sein. So, du machst das gleich noch einmal. Einen Controlled Fireball einfach hierher. Nein, das ist kein Controlled Fireball. Das ist der Controlled Fireball. Das hätte ich fast uns umgebracht. Sicher ist sicher. Assist me or lose me. Ja, ja, was auch immer. Heil doch bitte nochmal. Du heil dich bitte auch nochmal selber. Ah, widerlich. Diese Dinger sind schrecklich einfach. Oh, das da oben dürfte hin sein. Gut, du.
mach doch bitte weiterhin deine Angriffe. Das läuft das da. Gut, bringen wir das tatsächlich um, das Viech. Blödes Viech, die lassen nicht einmal Loot fallen. Das war jetzt mühsamer als der davor. Und sie haben nichts fallen gelassen. Ah, oh ja, der hat was. Nein, das ist nur eine Information. A clever ploy. Elend. Okay, wir speichern ab. Sicherheitshalber, bevor wir weiter rennen. Schauen wir mal, was da drinnen steht. Da ist die Notiz. Torn Damp Page. Okay. Ugh. Wieder so ein langer Text. I've described the plant and the wound it caused as soon as I could. I hope in the future I'll be able to show these notes to some druid to learn more about this stuff. I should have known better than go into a bush thicket. The slope was steep and it was dangerous to climb here anyway. Even if these light creatures won't bother us, Rizmal started to behave strangely early this morning. He acted like a real madman, made me search for the shortcut of to the ruins, then refused to heal me when I got wounded by the torn. Damned priest constantly pushes us ahead. Supposedly he had a message from Natis himself, and while his god is waiting for him in the tower, the cleric has no time for pity matters. I'm starting to believe all those rumors about the followers of Natis and their unreliability were true. I wanted to turn back and leave the gold where it belongs, but Brit persuaded me to keep moving forward. According to him, this Gunderson guy has got the wrong meaning of the word treasure. The paladin is convinced that the treasure which really is hidden in the tower is some priceless magic knowledge left there by ancient dwellers of the island. But he's not sure he can get to the place through the thickets without my help. If I had it my way, I'd just leave this mess as it is. I seriously doubt our client is interested in some dusty old books, but this argument won't work for the cleric who worships a god of magic and the paladin who serves a god of knowledge. Brit tried to heal my wound by himself. As a result, it is almost closed, but still stings bitterly. I hope it's a passing side effect, because at least for now, I have no way back. Tja. Klingt nicht gut, was mit ihm passiert ist. Armer Kerl. Naja, er wird's überleben. Also, nein, eigentlich nicht. Ich habe den Teil schon gespielt. Wir finden seine Leiche dann auch noch. Glaube ich zumindest. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da raufklettern sollen. Wenn wir raufklettern, umgehen wir einige von diesen bescheuerten Will-O-Wisps, die echt unangenehm sind. Athletics oder Law Nature? Was können wir besser?
gute Frage. Steht das hier? Ja. Law Nature 7, Athletics minus 1, okay. Oh, warte mal, fangen wir bei dir an. Law Nature 1, Athletics 8. Na gut, 8 ist schon mal besser als 7. 7, 2. Minus 1, 0. Wir sind besonders gut in Law Nature. Aber ich glaube, Econtario ist ganz gut. Sowohl in dem einen als auch im anderen. Okay, ja. Der Hund kann beides nicht. Okay, wir machen das Law Nature. Das hat um einen Punkt gewonnen. Das. Echi pechi. Wir sind an dir vorbeigekommen, ohne dass du uns angreifen konntest. So, climb the hill. Wir sollten abspeichern. War gut, dass ich abgespeichert habe. Das ist, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4. Kann das sein? Alle vier haben gleichzeitig geschossen. Bin mir nicht sicher, ob das der beste Weg rauf ist dann. Vielleicht sollte man da unten noch ein Lager aufschlagen. Na gut, ich überlege mir das noch. Herrschaften, wir machen an dieser Stelle Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal werden wir hoffentlich diese elenden Will-O-Wisps umbringen. Bis dann. Tschüss euch.